Liebe Pico-Freunde, sind Sie mir gegrüßt. Ich darf mich mal wieder aus Chashan melden und Ihnen ein paar Einblicke in die Produktion geben. Bei Ihnen möchte ich mich nochmals ganz herzlich für Ihren zahlreichen Besuch an unserem Tag der offenen Tür am 22. Juni diesen Jahres bedanken. Es war eine gigantische Veranstaltung. Pico-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren alle sehr zufrieden, obwohl sie sehr hart gearbeitet haben. Aber ich glaube auch, es hat Ihnen allen sehr gut gefallen. Wir haben sehr viele begeisterte Gesichter gesehen und auch viele Pico-Freunde haben einiges bei uns im Werk erstehen können und hoffentlich freudig nach Hause getragen und bereichern damit ihre Sammlung oder ihre Anlage und haben jedenfalls Spaß mit den Pico-Produkten. Im Folgenden also viel Spaß beim Ansehen und dann hören wir uns anschließend wieder in einigen Szenen. Ach ja, eine Geschichte noch. Ich habe ein neues iPhone. Das hat einen mittlerweile anderen Anschluss, nämlich den, glaube ich, C-Anschluss oder was, USB-C-Anschluss. Da geht mein Mikrofon nicht mehr, das Funkmikrofon. Ich muss mir erst ein neues besorgen. Ich bitte um Nachsicht, wenn einige Töne etwas sehr leise geworden sind in der Fertigung. Vielleicht kommt ja demnächst das Mikrofon und dann wird es wieder lauter. Also ich bitte da um Verständnis, dass das im Moment leider mit dem neuen iPhone nicht anders geht. Vielen Dank. Und liebe Pico-Freunde, bevor wir uns jetzt in der Produktion die Herstellung der E44 anschauen wollen, habe ich nochmal unseren technischen Manager Hermann Hang gebeten, zu mir zu kommen, um mir die Highlights von der E44 zeigen zu lassen. And we now should first have a look on the model. Okay, here we have the model. Yes. Wow. Oh. Can you turn it a little bit? And I put the pantograph on. Oh, yeah. Wow. Oh, this is already in the transportation holder. Okay. Good, Hermann. Yeah. So maybe you can tell me what the highlights of the model are. Okay, this is our new project, and this the item is BLE44, and this time we make a lot of feature, and then to make the model more realistic. How many parts you have for the model? Oh, this model, 480. 480 separate parts? Separate part in total. My goodness, yeah. Who should put this together? Are you doing this over the weekend? No. Our girls in the assembly department, they get crazy by this, I think. Yes. Yeah, okay. So what do you want to show me here at the pantograph? We have a very fine pantograph, right? Yes. And this time we make a 0.2 millimeter metal wire. Warum wird das denn nicht scharf? Aha, okay. Yeah, 0.2 millimeter wire to simulate the high voltage cable as the real one. Wow. Okay, what else? And then next feature is the cooler system. Wow. This time we make a more three-dimensional, and then looks like the real one. Oh.
Uh-huh. Okay. Yeah. And the third one. Also, we make. I need to take the logo out of the shirt. No problem. Go ahead. And we make a cable. This time we make a cable in between the two boogies. Uh-huh. And then also for the running, any problem. Like the original one, huh? Yeah, looks wow. Like the original one. Yeah. And another highlight, we make the engine room. The engine room, very realistic, huh? Yeah, the whole engine room layout in the locomotive inside. Then we can see from the outside. Uh-huh. Yeah. Wow. Ja, aber das sieht man nicht hier. Müsste man das Gehäuse abnehmen. Okay. Mm-hmm. And? Oh. This is a new base plate, huh? This is for transportation. Yeah, for transportation, also for the end user. Okay. Display. And the end user, if he want to put it in his showcase, he can just screw these holders off, which are necessary for transportation. So how long we were working on this model in the design department together with molds and everything? Design department around 4 months. Mm-hmm. And the mold and debugging around another 4 months. Uh-huh. So 8 months. Eight months. So that means before we can have this model in hand here with debugging and everything, we need about 1 year. And then the production starts. Yeah. Huh? Yeah. I think you made a great model here. Really. Und wir werden dann sicherlich noch von dem fertigen Modell einen Film drehen, ein Video drehen. Und der ist natürlich jetzt besser als mein Handgefummel hier an dem Modell. Aber man sieht schon richtig, richtig toll, wie das Ding ausschaut. Wow, E44 Altbaulok. Ja, ja. Meine Liebe zu den Altbauloks kennen Sie ja schon. Aber die ist wirklich wieder ganz fantastisch geworden, muss man schon sagen. Wow. Und der Pantograph, sowas von filigran. Und dass der Hörmann stolz ist auf sein Hochspannungsdraht da innen drin. Ich sehe den gar nicht mehr. So klein ist der. Da ist er. Halt! Don't turn. I just want to see this high voltage cable. Wow. Okay. Thank you, Hermann, for the presentation. And we're looking forward to see another and a lot of great models from your design department. Yes, no doubt. No doubt. Thank you very much for your support. Bye-bye. Hier erfolgt nun die Grundierung der Gehäuse. Der Roboterarm nimmt die farbgespritzten Gehäuse nun ab, setzt sie auf das Trockenband, holt sich den nächsten Spritzbaum und der Prozess startet von vorne. Vorher werden sie noch ionisiert. Und dann wandern sie in den Spritztunnel.
Und an diesem Arbeitsplatz wird noch was nachgefärbt, was der Spritzroboter nicht konnte. Und hier läuft jetzt die Pilot Production. Es wird also vorher erstmal mit einer Serie von 50 Stück ausprobiert, ob in der Produktion auch alles gut läuft. Also hier werden die ganzen Isolatoren, die Pantographen montiert. Jetzt wollen wir uns noch mal kurz ein paar Soundproben der E44 anhören. Und hier sieht man dann auch ganz gut die Inneneinrichtung, wenn sie beleuchtet ist. So, can you blow the horn for me? Okay, thank you that you presented this. Und jetzt sind wir mit dem Gehäuse der E44 bereits in der Tampondruckerei. Ach ja, und was Sie vielleicht gemerkt haben, ich habe ein neues Mikrofon bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier jetzt in der Tampondruckerei passiert. Das Gehäuse wird aufgesteckt. Und dann läuft die 6-Farben-Druckmaschine. So, Gehäuse ist fertig gedruckt. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, was gemacht wurde. Aha. Okay, Cheche. Und nachdem wir das Gehäuse farbgespritzt haben, wird es nochmal einzeln überprüft, ob es auch keine Fehler an der Farbgebung gibt. Offensichtlich ist hier generell was nicht gut ausgespritzt und es wird kurz nachgemalt. Pico garantiert eben, dass sie ein perfektes Modell bekommen. Mitarbeiter hier tragen natürlich auch 75 Jahre Pico-Schlitz. Noch ein kurzer anderer Einblick in die Fertigung. Hier wird gerade der CRH, chinesische IC3, getestet, ob auch alles gut läuft. Der Zug wird zusammengestellt von einem Mitarbeiter und die andere Mitarbeiterin lässt ihn fahren und prüft, ob alles gut funktioniert.
läuft schon sehr viel parallel hier in dem Werk in Shashan. Ich hoffe, Sie haben auch ein wenig Freude daran, wenn ich Ihnen diese Bilder zeige. Hier sind die Vorbauten der D44 und die Mitarbeiterin präpariert jetzt das Aufstecken und dann kommen sie anschließend in die Spritzkabine. Hier werden jetzt die Vorbauten der D44 Fahrt gespritzt. Schauen wir uns das mal kurz an. Und an einer zweiten Station ebenfalls. Hier stehen sie dann und warten auf weitere Verarbeitung. Ganz schön viele Teile. An diesen beiden Druckmaschinen werden jetzt die E44 bedruckt, und zwar die Kanten, wie man sieht. Die Maschinen sind immer viel zu schnell, da komme ich gar nicht mit dem Telefon aufnehmen nach, oder vielmehr mit der Kamera nach. Und da drüben wird die KL4000 gedruckt. Wir versuchen das schon sehr effizient zu machen, aber es ist trotzdem einfach sehr viel Arbeit, weil alles einzeln gedruckt werden muss. Liebe Pico-Freunde, ich hoffe, Ihnen hat der kurze Einblick in die Fertigung der E44 gefallen. Zwischenzeitlich haben wir auch ein kleines Leaflet rausgebracht, einen kleinen Prospekt rausgebracht über die Geschichte der E44. Können Sie sich bei Ihrem Händler gerne abholen. Und das viel Bessere ist, mittlerweile ist die E44 auch ausgeliefert. Sie können sich anschauen. Und wenn Sie sie dann erstehen, werden Sie sicherlich sehr viel Freude mit dem Modell haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit Pico-Modellen und tschüss.